Mein Name ist Marc Leuenberger, arbeite als Leiter Abteilung Projekt im Mikroverteilbetrieb Neudorf in der Near Non-Food Logistik. Grundsätzlich habe ich mal etwas anderes gelernt, Zimmermann. Ich habe nach der Lehre noch gearbeitet, auf dem Beruf und nach dem Militär. Habe ich etwas gesucht, durch das bin ich zu der Migros gekommen. Das hat sich dann entwickelt, das hat mir auch gefallen. Logistik habe ich vorher noch nicht gekannt. Und nachher ist es zu dieser Lehre gekommen. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Der Beruf, den ich gelernt habe, ist Logistikassistent. Aber nachher hat es mich gepackt mit der Ausbildung und nachher auch mit den Weiterbildungen, die ich anschliessend noch gemacht habe. Gerade als Logistiker bist du tagtäglich auf dem Stapler unterwegs. Und vielleicht sagt man das andere mal ein bisschen übermotiviert in der Kurve. Und ja, ist das Ballett halt nicht immer auf der Gabel geblieben. Und ich war dann zumal in einer Kommissionierlager, wo sie mit dem neuen Pick-by-Voice-System gerüstet haben. Und dann durfte ich dort für Leute schulen als Lehrling. Und das war schon noch speziell. Das ist sehr abwechslungsweise. Und das ist das, was mich fasziniert. Und das ist auch das, was die tagtägliche Challenge ausmacht. Was gebe ich einem Lernenden mit? All die Erlebnisse aufzunehmen, probieren zu speichern, einzuordnen. Und was man hier lernt, das ist ein Eldorado für Logistiker. 3 Jahre lang Vollgas geben, das lohnt sich. Also bei mir ist nach der Lehre eigentlich weitergegangen mit einem Job im Leitstand. Anschließend ist es weitergegangen mit einer Stelle im Tiefkühllager. Da durfte ich dann die Stelle als Projektleiter antreten. Den Schritt zu machen, ist in der Migros sehr gut begleitet. Also man wird wirklich auf die Verantwortung auch vorbereitet, hergeführt und gecoacht. Und das ist sehr hilfreich.